Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Es ist tatsächlich ein Kampf, der hier gekämpft wird, und zwar gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und ich hatte ja schon in Granada, ich hatte davon berichtet, in einem Ausschuss den Antrag quasi umgedreht, in dem nicht gesagt wurde, naja, wir können die Meinungsfreiheit einschränken, wenn, sondern dass die Freiheit der Meinungsäußerung wirklich das oberste Gut ist. Und hier kämpfen wir, mit wir meine ich natürlich meine AfD-Kollegen, aber auch unsere Kollegen aus ganz Europa, die sich hier zusammenfinden wollen zu einer neuen kleinen Fraktion, der ENF-NED-Fraktion, mit der FPÖ, mit der Lega, mit ein paar weiteren Parteien, insbesondere aus den baltischen Staaten. Kämpfen wir dafür gegen diese Einschränkungen in der Meinungsfreiheit. Und wir sehen das hier an allen Ecken und Enden. Wir hatten gestern eine Debatte, dazu habe ich auch gesprochen, zum Thema diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, den die EU einführen will, wo sich jetzt der Europarat verteidigt, der ja eigentlich für Rechtsstaatlichkeit zuständig ist und sagt, nee, also da soll sich die EU nicht wirklich einmischen und wir müssen unser Primat da irgendwie sichern. Und jetzt läuft gerade eine Debatte zum Thema Hate Speech, ja, dass man das irgendwie verhindern solle und irgendwie verbieten solle. Und davor lief eine Debatte zum Thema, dass doch die Frauen die ganze Zeit irgendwie sexuell angemacht würden in Parlamenten und so weiter und dass wir alle für Minderheiten eintreten sollten. Also man sieht, in welche Richtung hier diese Debatten gehen. Das ist ein bisschen beängstigend, muss man ganz ehrlich sagen, weil es eben zu viele Debatten in diese Richtung sind. Und deswegen haben wir Konservativen in ganz Europa ja auch beschlossen, zusammen gegen diesen Trend zu arbeiten. Denn das sind einfach Versuche der kulturellen Umwälzung. Und die sollten wir nicht zulassen, denn wir glauben, dass der Stand, den wir haben in unseren Gesellschaften, gerade die kulturellen Errungenschaften, eigentlich gut sind und gerade eben gefährdet sind durch solche Projekte. Und daher unterstützen wir die nicht in diesem Umfang, beziehungsweise überhaupt nicht. Morgen wird es noch interessant, da läuft eine Geschäftsordnungsdebatte hier in der Parlamentarischen Versammlung. Sie wollen nämlich, weil wir versuchen, eine neue Fraktion aufzubauen, mal eben die Mindestfraktionsgröße erhöhen. Wir kennen ja diese Spielchen, das gab es ja auch schon mal im Kreistag, da im Spreewald, wo ich mal war. Da hatte man, damit damals die NPD keine Fraktion bilden konnte, ebenfalls die Zahl auf 4 erhöht. Und es war nur unserem guten Ergebnis bei der Kommunalwahl 2014 zu verdanken, dass wir überhaupt mit 6,8% der Stimmen eine Fraktion bilden konnten, weil wir gerade mal 4 Leute zusammengekriegt haben. Also das Gleiche versuchen die jetzt hier. Da soll die Sache auf 5% der Mitglieder erhöht werden. Wir hätten gerne mit 20 Leuten eine Fraktion gegründet. In Zukunft sollen es 35 sein und die Nationalitätenanzahl wird nochmal erhöht. Also die anderen, das sage ich jetzt mal, das Establishment versucht, uns mit allen Mitteln hier ein bisschen zu bekämpfen und auch die freie Meinungsäußerung zu nehmen. Aber wir geben nicht auf. Wir bemühen uns hier um Berichterstatterposten. Wir werden hier weitere Anträge einbringen, die dann auch diskutiert werden. Wir werden uns hier durchsetzen, ob Fraktionen hin oder her. Allerdings freuen wir uns natürlich, wenn tatsächlich unsere Fraktion am Freitag anerkannt werden sollte. Es gab darum ja eine Debatte. Das muss noch nach der alten Geschäftsordnung geschehen, also mit 20 Mitgliedern, und die haben wir. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Insofern herzliche Grüße hier aus Straßburg. Man mag ja sagen, was bringt das hier alles, dass ihr in Straßburg seid und dass ihr da Steuergelder verschwendet? Es ist eine wichtige Auseinandersetzung. Das hier ist ein Diskussionsforum, das auch die Stimmung in ganz Europa zeigt. Die Stimmung in ganz Europa ist ziemlich mies, was die Europäische Union betrifft. Das findet man immer wieder in Gesprächen, sei es mit Briten, sei es mit anderen EU-Mitgliedstaaten, sei es mit Abgeordneten von Staaten, die eben gar nicht zur Europäischen Union gehören und auch nicht unbedingt rein wollen. Das bedeutet, dieses Ganze, was die sich aufgebaut haben, dieses Establishment à la Juncker, Merkel, Macron, wird allgemein hier sehr negativ gesehen. Und das ist dann auch immer die positive Nachricht, die dabei rauskommt. Und natürlich müssen wir verhindern, dass irgendwelche Projekte, die die Sozialisten reihenweise hier einbringen, hier Mehrheiten finden und dass sie durchkommen und damit dann ja eben nicht Gesetz, es ist ja nicht verbindlich, was hier passiert, sondern zu Empfehlungen werden. Aber auch zu viele Empfehlungen der falschen Sorte gehen natürlich in die falsche Richtung. Insofern ein wichtiger Kampf, den wir hier kämpfen. Marc Bernhard und ich sind da, Martin Hebner und Ulrich Oehme sind unsere Stellvertreter, damit man auch nochmal weiß, wer für die AfD-Fraktion hier sozusagen vertreten ist. Und wir machen das hier wirklich aufmerksam und nehmen das sehr ernst, die 4 Wochen, die es hier im Jahr in dieser Parlamentarischen Versammlung zu verbringen gibt. Herzliche Grüße aus Straßburg nach Hause. Tschüss.